Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videokanal. Wir sind sofort okay. Ja, gleich. Ich spiele heute Harry Potter Mystery. Global Release von Harry Potter Hogwarts Mystery. Von Harry Potter? Harry Potter Hogwarts Mystery. So heißt das Spiel. Ja. So. Das ist der Global Release. Wir können einmal heute eine Hexe oder einen Zauberer wählen. Wir wählen den Zauberer und nehmen, klicken annehmen. Dann machen wir Haarfarbe. Man kann sich sogar noch stylen hier. Guck dir das an. Ja. Das und den Was willst du mir damit sagen, dass ich auch so eine lange Nase habe oder was? Was da? Alter, vielen Dank, ja? So. Blau. So. Und die Augenbrauen kannst du auch noch einstellen. Guck dir das an. So, Weigelbrauer machen. So, jetzt ist er fertig. So, wie läuft das? Ah, du bist in der Winkelgasse. Ich bin Rowan Kerr. Bereitest du dich auf deine Zeit in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei vor? Ja, die Winkelgasse verwirrt mich. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Da kann ich dir helfen. Lies du mal vor. Also, ich habe die Geschichte Hogwarts als Vorbereitung auf mein erstes Jahr gelesen und bin da so etwas wie ein Hogwarts-Experte. Soll es bei Flourish und Blotz anfangen? Dort wahrscheinlich findest weiß du ich, alle Bücher, die du brauchst. Wahrscheinlich weiß er gleich, was Flourish und Blotz ist. Jetzt hör auf, was versucht nicht aus dem Text abzulesen, ist ja eine Bücherei. Ja, was. So, bei Flourish and Blots gibt es alle Bücher, die du brauchst. Geh rein und hol sie dir ab. Also, auf geht's. Ah. Musst du nicht mal hinlaufen, guck dir das an. Flourish and Blots. Zeit, deine Bücher zu. Was? Mach doch mal. Kaufen. Dankeschön, Dankeschön, kostet nicht. Was? Macht sehr viel Sinn, bei einem Adventure zu hektisch zu sein. Tippe auf ein. Regale durchstöbern steht hier. Toll, das kann ich jetzt auch lesen. Fantastische Bestien. Ich kenne das Buch, das ist großartig. Wow, dieses Buch wurde von Bathilda Bagshot geschrieben. Wer ist Bathilda Bagshot? Ein Charakter in Harry Potter. Und welche? In welchem Teil kamen sie vor? Ist eine Frau? Sie kam in welchem Teil vor? Im also sag ich jetzt mal. Ersten Teil. Im zweiten Teil. Im dritten Teil? Also frage ich das. Ne, das brauchen wir nicht fragen. Ja, gleich redet sich eh nur durch. Was spielt sie denn für eine Rolle? Eine Frau. So, jetzt auf, mach also, weiter. Nur für die Leute, die keinen Harry Potter kennen, das kennt jeder. Und zwar Bethesda Back for a Shot wurde ja im dritten Teil 1 quasi. Godric's Hollow. Was fast dran beim dritten Teil. War die in Godric's Hollow. Mit Hermine und Harry. Und dort wurde dann quasi Bethesda Back schon auch getötet in einem Haus von der Schlange Nagini. So. Und er gleich weiß das nicht. So. Ich hab nur alle mit! So, also. Ich habe alle Bücher auf meiner Liste gefunden. Vielleicht kann Rowan mir helfen, den Rest meiner Schulsachen zu finden. Und meine deine Bücher holen. Toll. Ich sollte Rowan. Mach doch mal langsam. Hier steht, du hast den. Oh. Frag Rowan, was als nächstes zu tun ist. Mit dem kannst du kein Adventure-Spiel machen, ne? Weil der klickt sich. Ein Adventure macht Sinn, zumindest mal die Story mitzubekommen. Ich weiß die Story nun auswendig. Ja, aber das macht doch. Guck mal, die Größe hat sich schon wieder verschoben. Was ist das? Ja, selbst das Spiel ist schon jetzt verzweifelt. Das ist nicht verzweifelt. Das macht sich ständig kleiner und größer, damit du wenigstens ein bisschen Zeit mal investierst. Danke für deine Hilfe, Rowan. Ich konnte alle meine Bücher finden. Cool, ich freue mich so auf Hogwarts, dass ich ganz vergessen habe, nach deinem Namen zu fragen.
So, ja, wie heißt du denn? Ich heiße Herr. Okay. Nachname? Hm? YouTube. Dein Name, Herr Support? YouTube. Ich heiße Herr Support. Schön, dich kennenzulernen, Herr Support. Kylo. Freut mich auch und ich freue mich viel mehr auf Hogwarts. Ich weiß, ich schaue mir meinen Brief dauernd an, seitdem er angekommen ist. Kann ich deinen mal sehen? Was? Hallo, Herr Support. Es freut uns, dir mitteilen zu dürfen, dass du an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei als Lehrer angenommen wurdest. Anbei findest du deine Liste aller nötigen Bücher und, was? Utensilien, oder was? Ja. Der Unterricht beginnt am 1. September. Wir erwarten deine Eule spätestens bis zum 31. Juli. Juli, August, September, okay. Yours sincerely. Deputy Headmistress. Ich bin dumm. McGonagall. Minerva. McGonagall, nicht Megarva. McGonagall. Ja, geil. Guck. So. Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. So. Ach, guck mal. Hervorragend. Ich hab schon alle deine Schulsachen. Ich hab schon alle deine Schulsachen. Bestimmt. Aber meine Mutter hat mir etwas Geld gegeben, damit ich mir etwas schon Besonderes Kannst für die Schule Kannst du nicht kriegen. Mal zwei Sätze vorlesen? Auf. Ich möchte, dass alle in Hogwarts sehen können, dass ich ein ernsthafter Intellektueller auf dem Weg zum Schulsprecher bin. Oh mein Gott. Was soll ich mir kaufen, Herr Sofort? Ein Schal. Wie wär's mit einem schönen Schal? Tolle Idee! Mit einem Schal sieht jeder gelehrt aus. Bestimmt. Während ich meine Kleidung besorge, solltest du dir einen Zauberstab von Ollivander holen. Was für eine Feder hat Harry Potter in seinem Zauberstab? Ist mir wascht. So, also, Zauber. Wir sind zu Ollivanders. Ja. Hast du gelesen? Aber. So, Ollivanders. Ach, guck mal. Da. Da ist er. Ich kann nicht glauben, dass ich tatsächlich bei Ollivander bin. Hier bekommt jeder seinen ersten Zauberstab. Nee. Bin ich mal gespannt, welcher Zauberstab sich für dich entscheidet. Die Phönixfeder. Hallo, ich bin Garrick Ollivander. Sie sind hier wegen Ihres ersten Zauberstabs, richtig? Ich habe genau das Richtige. Apfelholz, Kern aus Drachenherzfaser, 9 Zoll starr. Los, probieren Sie ihn aus. Oh Gott. Und da fliegen die Zettel um dich herum. Das tut mir leid. Das war nicht ihre Schuld. Der Zauberstab wählt seinen Zauberer aus. Und dieser Stab ist eindeutig nichts für sie. Als ihr Bruder seinen ersten Zauberstab ausprobierte, ist mein Lieblings-Tintenfass explodiert. Das wärst du jetzt dran, oder? Sie haben meinen Bruder gekannt? Ich erinnere mich an jeden Zauberstab, den ich verkauft habe. Seiner war aus Ahornholz, Drachenherzfaserkern, 10 Zoll. Ein hervorragender Zauberstab. Ein Jammer, dass er in der Mitte durchgebrochen wurde, als man ihn von der Schule verwies. Angeblich ist er von zu Hause abgehauen, nachdem er herausgeworfen wurde und wird seitdem vermisst. Das kann nicht einfach für Sie gewesen sein. So. Er hat mir. Weißt du, ich war wütend. Also, es war unfair, ihr rauszuwerfen und genauso falsch von ihm einfach davon zu laufen. Sie sind ganz klar eine Kämpfernatur. Ich glaube, ich habe da genau den richtigen Zauberstab. Schwarzdorn. Ein sehr ungewöhnliches Holz für Zauberstäbe. Ja, toll. Kern aus Einhornhaar, 11¼ Zoll, leicht federnd und biegsam. Toll.
Das ist der richtige. Das scheint der richtige zu sein, ja. Wunderbar! Ich bin gespannt, welchen Weg Sie wählen werden. Böse, okay. Gehen Sie nur, ich freue mich zu sehen, was aus Ihnen werden wird. Wie gut, also. Zu Rovan zurück dann. Ah. Ja, sofort. Wie findest du meinen Schal? Achso, er steht hier. Du siehst aus wie der cleverste Erstklässler in Hogwarts. Genau. Der weiß nicht mal, wie die anderen Erstklässler aus Hogwarts aussehen, aber ist der klügste. Das war dein Vorschlag. Ich werde ab jetzt immer bei dir nachfragen, wenn ich einen Rat zu meinen Klamotten brauche. Warte, ist das ein Zauberstab aus Schwarzdorn? Das haben wir mal gelesen, glaube ich wahrscheinlich. Ja, woher weißt du das? Herr sofort in der Tiefschlafphase. Die Baumschule meiner Familie produziert Holz für Zauberstäbe und Besen. Wenn ich zu Hause bleibe und lese, muss ich außerdem nicht draußen auf dem Hof helfen. Dazu kommt, dass ich nicht wirklich Freunde habe. Wie kann Freunde sein? Du findest mich nicht zu seltsam? Die meisten Leute finden mich zu seltsam. Das sagen viele Leute auch über mich. Warum sollte jemand so etwas über dich sagen? Mein Bruder war Jakob YouTube. Ist das geil? Derselbe Jakob YouTube, der von Hogwarts geflogen ist, weil er auf der Suche nach den sagenhaften verwunschenen Verliesen die Schulregeln gebrochen hat? Der Tagesprophet hatte einen Leitartikel darüber. An der Schule wissen bestimmt alle Bescheid. Weiß, die werden mich auch alle seltsam finden. Jakob YouTube heißt. Dann sind wir eben gemeinsam seltsam. Wie soll ich mich verhalten, wenn dir jemand wegen deines Bruders Probleme macht? Bitte. Tu bitte einfach gar nichts. Ich will noch nicht mehr Aufmerksamkeit auf mich ziehen. So, zu Rovan zurückkehren habe ich gemacht. Was jetzt? Kapitel 1 abgeschlossen. Super. Ja. Willkommen in Hogwarts. Ja, Mann. Okay. Das ist echt cool gemacht. Also für ein Handyspiel. Ja. Nice. Also da kann man echt eigentlich denken, dass es vom Computer ist. Ja, very, very, very nice. Und kostenlos. Ja. Also free to play. Die Einführungsfeier beginnt gleich. Alle neuen Schüler in der großen Halle. Großhalle, let's go. Da rein. Oh ja, ich weiß schon, wo du reingehörst. Ich weiß es auch schon. Das alles andere würde mich einfach nur wundern. Aber schauen wir mal. Professor McGonagall. Willkommen in Hogwarts. Vor dem Empfangsfest werden wir alle Schüler der ersten Klassen ihren jeweiligen Häusern zuordnen. Das Empfangsfest ist daher äußerst wichtig. Solange sie hier sind, ist ihr Haus so etwas wie ihre Familie in Hogwarts. Die vier Häuser sind Gryffindor, die Tapferen und Ritterlichen, Hufflepuff, die Gutherzigen und Fleißigen, Ravenclaw, die Geistreichen und Weisen und Slytherin, die Gerissenen und Ehrgeizigen. Jedes Haus hat seine eigene noble Geschichte und hat herausragende Hexen und Zauberer hervorgebracht. Hoffentlich werdet ihr euch ebenfalls als würdig erweisen. Und nun zu YouTube. Herr sofort. Sehr interessant. Lange her, dass ich ein solches Exemplar gesehen habe. Und auf welches Haus hoffst du? Oh. Das habe ich mir schon fast gedacht. Du wirst ein Slytherin. Herr sofort geht in Slytherin. Okay. Ein Slytherin. Unglaublich. Achso, musst du hier. Ein Slytherin. Unglaublich. Ich kann es kaum glauben, dass ich in Hogwarts bin. Sollte mich erst setzen. Der Schulleiter hält gleich seine Ansprache.
Professor Dumbledore. Willkommen! Ich begrüße euch zu einem neuen Jahr in Hogwarts. In den vergangenen Jahren wurde unsere Welt eine große Last genommen. Der Junge, der überlebte, Harry Potter, ist in Sicherheit. In einigen Jahren wird der junge Harry alt genug sein, um Hogwarts zu besuchen. Aber fürs Erste seid ihr an der Reihe. Solange ihr in Hogwarts seid, erhaltet ihr Hauspunkte für eure Erfolge und bekommt Punkte abgezogen, wenn ihr die Regeln verletzt. Am Ende des Jahres erhält das Haus mit den meisten Punkten den Hauspunkt. Es ist genauso wie Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Eine große Ehre. Es ist extrem geil. Ich liebe dieses Spiel. Das war damals einfach mein absolutes... Warte, damals Kammer des Schreckens auf der PS2 war mein absolutes Lieblingsspiel. Ja? Ja. Okay, ich hoffe, ihr werdet euren Häusern treu sein. Ja. Muss man ja nicht vor euch viel treu bleiben. Das Fest ist zu Ende. Alle Slytherins begeben sich unverzüglich in den Slytherin-Gemeinschaftsraum. Ist da? Wir sind beide in Slytherin. Ich will unbedingt unseren Gemeinschaftsraum sehen. Lass uns gehen. Das ist das, das ist der von vorhin, ne? Ja, ja. Das war ja klar, dass er das gleiche Ding kommt wie ich, ne? Ja. Wo war? Achso. Slytherin Gemeinschaftsraum. Es ist toll, dich wiederzusehen, Herr Sofort. Ich bin so froh, dass wir beide in Slytherin gelandet sind. Möchtest du die ausführliche Geschichte unseres Hauses hören, einschließlich einer Biografie unseres Hausgründers? Oh Mann. Es ist unglaublich, oder? Noch viel besser, als ich dachte. Es ist großartig. Sind wir unter Wasser? Diese Fenster sind bruchsicher, oder? Ich kann gar nicht fassen, dass sie dich hier reingelassen haben, nachdem dein verrückter Bruder rausgeworfen wurde und den Ruf von Slytherin ruiniert hatte. Wahrscheinlich dann in Gryffindor. Gryffindor, der Ruf. Ich habe mir nicht ausgesucht, in Slytherin zu sein. Nein, habe ich nicht. Wir hätten dich bestimmt nicht ausgewählt. Es tut mir leid, Herr Sofort. Ich wollte etwas tun, aber du hast mir in der Winkelgasse gesagt, dass ich lieber still bleiben soll. Danke, Rowan. Ich hoffe, dass sie mich nicht mehr mit meinem Bruder nerven, wenn ich sie einfach ignoriere. Hast du dir schon die Stundenplan angeschaut? Ja, kannst du es fassen. Kräuterkunde bei Professor Sprout und Verwandlung bei Professor McGonagall. Worauf freust du dich am meisten, Herr Sofort? Da ist mein Lieblingswort dabei. Weißt du was? Sag mal. Ja, ich bin gespannt, für was du dich entscheidest. Zaubertränke. Der Bruder ist ihm völlig egal. Ich freue mich auf die Herausforderung in Zaubertränke. Man sagt, wer Professor Snape überlebt, überlebt alles. Aber was, wenn wir nicht überleben? Ich persönlich freue mich auf Zauberkunst. Glücklicherweise haben wir gleich morgen früh Zauberkunst bei Professor Flitwick. Wir sehen uns dort also sofort. Lumos. Normalerweise lernt man am Anfang Wingardium Leviosa. Klassenzimmer für Zauberkunst. Freut mich. Achso. Freut mich, Sie kennenzulernen, Professor Flitwick. Ich freue mich schon auf Zauberkunst. Sie sind Mr. YouTube, nicht wahr? Wenn Sie Ihrem Bruder nacheifern, sollten Sie keine Schwierigkeiten haben. Er war einer meiner besten Schüler. Allerdings war er auch einer meiner rebellischsten Schüler. Werden Sie sich an die Regeln halten? Oh. Der Herr Sofort ist im permanenten Dauerschlafmodus. Nun gut, Mr. YouTube, setzen Sie sich. Der Unterricht beginnt gleich. Willkommen zu Ihrer ersten Stunde in Zauberkunst. Ich bin Ihr Lehrer, Professor Flitwick. Bitte passen Sie gut auf, wenn ich Anweisungen gebe und üben Sie die Zaubersprüche, die Sie lernen, gut ein. Heute lernen wir einen sehr wichtigen Zauberspruch, der auch als Lichtzauber bekannt ist.
Dieser Zauberspruch ist besonders an dunklen Orten nützlich. Das gilt für düstere Räume, in denen sie nach verborgenen Gefahren suchen. Aber auch für Situationen, in denen sie eine Schriftrolle finden wollen, die unter das Sofa gerollt ist. Lumos. Wahrscheinlich. Eine Stunde. Was? Jetzt sind Sie an der Reihe. Sie fragen sich wahrscheinlich, wie das geht. Ich erkläre es Ihnen. Hören Sie genau zu. Hä? Wie geht das jetzt? Ich habe eine Frage für Sie. Mal sehen, ob Sie die Antwort wissen. Was entsteht mit dem Zauberspruch Lumos? Hervorragend. Wow, es war eine super schwere Frage. Prinz. Zaubern von Lumos vorbereiten. Probieren Sie es aus. Vergessen Sie nicht, Lumos. Wahrscheinlich. Jetzt hat er den Lichtzauber erlernt. Lumos. Gut gemacht, Mr. YouTube. Das war die beste Ausführung des Lichtzaubers, die ich seit langem von einem Erstklässler gesehen habe. Ja. 10 Punkte für Slytherin. Wahrscheinlich. Gute Arbeit, Herr Sofort. Ich habe alles gelesen, was ich über den Lichtzauber finden konnte, und deiner war immer noch besser. Du bist ein Naturtalent. Als nächstes steht der Zaubertrankunterricht an. Ich habe das Gefühl, dass eine Stunde bei Snape nicht so ein Kinderspiel sein wird. Okay. Es gibt nur 3 Jahre. Heiltrank gegen Furunkeln. Bei meinem 95 gucken, wie prozentig ich war. Kurz. 79 noch. Hallo? Ich kann gar nicht mehr. So, jetzt. Gib es zu! Ich weiß nicht was. Das kann ich nicht tun. Sag, dass ich die mächtigste Hexe in Hogwarts bin. Das ist theoretisch unmöglich. Ich habe diverse Listen der mächtigsten Hexen in Hogwarts anhand verschiedener Faktoren zusammengestellt. Du bist schwächer als Professor McGonagall, Professor Sprout, Madame Hooch, Madame Pomfrey, jeder einzelne Siebtklässler. Du bist eine Erstklässlerin, genau wie ich. Nee, du bist ein Erstklässler. Ich bin überhaupt nicht wie du. Tapferkeit, Empathie und Wissen. Keine Ahnung, warum die mächtigste Hexe in Hogwarts einen Erstklässler niedermacht. Vielleicht ist ja, hat sie ja Selbstzweifel. Für wen hältst du dich? Herr Sofort kann sich damit rühmen, ein ausgezeichneter als. Das musst du eigentlich lesen. Herr Sofort kann sich damit rühmen, ein ausgezeichneter Zauberer zu sein. Professor Flitwick meinte, er hat den besten Lichtzauber unter allen Erstklässlern gezaubert. Herr Sofort? Jetzt weiß ich, wer du bist. Du bist sogar schon in Hogwarts bekannt. Du bist Herr Sofort YouTube. Dein Bruder hat den Verstand verloren und Schande über sein Haus gebracht, ist von der Schule geflogen und wurde nie wieder gesehen.
Der sprechende Hut sollte dafür verbrannt werden, dass er dich nach Slytherin gesteckt hat. Dass er dich. Achso, dass er. Ja. Wer bist du? Merula Snight, Erstklässlerin und Slytherin und die beste Hexe in Hogwarts. Die Lehrer haben beim Fest über dich geflüstert. Du glaubst wohl, du wärst besser als ich. Ich sollte dich von deinem Elend erlösen, bevor du deinem Bruder nacheiferst und Ärger in Hogwarts machst. Ich möchte keinen Ärger. Du hast keine Wahl. YouTube! Ich wusste, dass sie uns Ärger machen werden. Professor Snape. Merula hat mein Freund gegangen, Professor. Ab in den Zaubertrankunterricht. Seien Sie froh, dass ich Sie nicht nachsitzen lasse. Danke, dass du mich verteidigt hast, Herr Sofort. Ich war noch nie besonders stark oder gut darin, Freunde zu finden. Ich bin froh, dass wir zusammen in Slytherin sind. Hast du gehört, was Merula gesagt hat? Warum sollten die Lehrer über mich sprechen? Keine Ahnung. Aber lass uns in Zaubertränke gehen. Wir haben schon genug Ärger. Nein. Was ist immer für Zaubertränke? Dies ist Ihre erste Stunde im Zaubertrankunterricht und wenn ich mir Ihre verwirrten Gesichter anschaue, könnte es auch Ihre letzte sein. In diesem Unterricht kommen Sie nicht mit idiotischen Zauberstabwedeln und unerträglichen Beschwörungsversuchen davon. Ihr seid hier, um die subtile Wissenschaft und präzise Kunst des Herstellens von Zaubertränken zu lernen. Verführt die Sinne, verzaubert den Geist, haltet euren Mund. Heute stellen Sie einen einfachen Heiltrank gegen Furunkel her. Ich erwarte Perfektion. Wer meine Erwartungen nicht erfüllt, hat schwere Konsequenzen zu fürchten. Fangen wir an. Du denkst, dass du was Besonderes bist? Dabei wirst du garantiert versagen, YouTube. Was soll das heißen? Das wirst du schon sehen. Ignoriere sie einfach, Herr Sofort. Nach der Rüge von Snape müssen wir diesen Zaubertrank perfekt brauen. Dann machen wir jetzt noch den Heiltrank der Furunkeln, gell? Genau. So, Vorführung, der Unterricht. Der Unterricht beginnt. Ihre Technik muss perfekt sein, wenn Sie den Heiltrank gegen Furunkel brauen wollen. Sehen Sie mir zu. Genau, das können Erstklässler. Hast du dir gemerkt, was du machen musst? Ja. Merula ärgern, ja. Okay. Ich will mich nicht wiederholen. Konzentration. Fertig, Braun. Brauen Sie Ihre Zaubertränke schnell zu Ende. Ich möchte mir ansehen, wie schlecht Sie dieses Rezept umgesetzt haben. Unsere Zaubertränke sehen leicht unterschiedlich aus. Meinst du, mit meinem stimmt was nicht? Durch Anstarren. Ich brenne darauf, mir Ihren Versuch eines Heiltranks gegen Furunkel anzusehen.
Das war nix. Oh, ja, ja, ja. Der YouTube, der kann ja gar nichts, ey. Levelaufstieg wissen. Vielleicht ist YouTube doch keine komplette Niete. Es hat funktioniert. Ich habe meinen ersten Zaubertrank gebraucht. Herzlichen Glückwunsch, Herr Sofort. In all meinen Nachforschungen habe ich kaum einen Fall gefunden, bei dem jemand diesen Zaubertrank beim ersten Versuch richtig gebraucht hat. Hast du gar nicht hinbekommen, oder? Warte mal, was passiert hier? Hast du Pustelpuder hinzugefügt? Wenn ich mich richtig an meine Nachforschung erinnere, ist das der Anfang einer Explosionsreaktion, die von Pustelpuder ausgelöst wird. Explosion? Hallo. Glückwunsch! Du hast den Tisch von Furunkeln geheilt. Sie hätten niemals Zutritt zu meinem Klassenzimmer bekommen dürfen, YouTube. Ich habe seit ihrem Bruder keinen Slytherin erlebt, der so unverantwortlich war. 10 Punkte Abzug für Slytherin. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ich glaube, Ruler Snide hat etwas in meinen Kessel getan. Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre Unfähigkeit, YouTube. Das würde ich tun, wenn mein Ruler mir und meine Freundin nicht gedroht hätte und hätte gesagt, sie würde sich sicherstellen, dass ich im Zaubertrankunterricht versage. Sie fühlt sich von mir bedroht, weil sie glaubt, sie wäre ein mächtiger Zauberer als sie. Ist das wahr, Mrs. Snide? Natürlich nicht, Professor. YouTube ist offensichtlich genauso verrückt wie sein Bruder und genauso darauf erpicht, alles in Hogwarts zu ruinieren. Ihre Familie hat Slytherin alle Ehre gemacht, Miss Knight. Ich werde sie im Auge behalten, um sicherzustellen, dass sie dieser Tradition folgen. Ihm von Merula zu berichten war die richtige Entscheidung. Andernfalls hättest du bestimmt noch mehr Hauspunkte verloren. Es wird noch schlimmer, YouTube. Du hättest wissen sollen, dass das Bestäuben deines Kessels mit Pustelpuder zum Explodieren deines Zaubertranks führen wird. Ich hab's tatsächlich getan. Was ist denn dein Problem? Wir sind beide in Slytherin. Du hast uns gerade Hauspunkte gekostet. Ich verliere lieber jetzt Hauspunkte, als darauf zu warten, dass du Slytherin für immer ruinierst. Es besteht kein Zweifel daran, dass ich die wichtigste Erstklässlerin bin und du bist nichts als eine Schande, genau wie dein Bruder. Gehen Sie! Ich habe für heute genug von Ihnen. Ich habe 10 Punkte für Slytherin verloren. Was wird geschehen, wenn ich zum Slytherin Gemeinschaftsraum zurückkehre? Ja! Nichts! Gar nichts! Also, welche Quelle hast du denn genau genannt da? Kommentar da. Und welche Quelle? Da würde ich sagen, bis dahin auch noch rein. Und tschüss! Bis zum nächsten Part.